jetzt spannend so. Geht's ab. Wie viele Leute hier rum. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich fände es cooler, wenn hier das Gruppenphasing wäre. Das was? Ja, weil jetzt laufen hier die ganze Zeit Leute rum, töten die Gegner und looten uns den ganzen Scheiß weg. ETF, sag nicht, das ist ein scheiß Rätsel. Doch, wir müssen diese Dinger hier lesen, glaube ich. Beobachtung zum Tempel der Trauer. In diesen Katakomben wimmelt es vor Leichen und keine von ihnen ist ein Khajiit. Alle scheinen im Kampf gefallen zu sein und doch wurden ihre Leichen sorgfältig aufbereitet. Wer auch immer diesen Ort gebaut hat, der muss großen Respekt vor ihm, was auch immer. Okay, anscheinend. Ja, aber das... Ja, ich hab's schon gemacht. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab die nach dem Mondzyklus habe ich die angeklickt. Aha. Ah, okay, also verstehe, erst ja. Erst ganz links, dann hier, dann ganz rechts und dann hier links in der Mitte. Aber jetzt müssen wir mit der Eulen hier reden. Interessant. Als wir den Tempel betraten, hat das Skelett angedeutet, dass Aurelion in großer Gefahr sei. Ich werde nicht zulassen, dass mich vage Drohungen von meinem Meister fernhalten. Aber Aurelion ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Vielleicht sollten wir nachdenken, bevor wir handeln. Das Dominion vertraut auf Aurelion wegen seiner klaren Urteilskraft. Er hat zahlreiche Schüler in den Wegen der Magiker unterwiesen, darunter auch einige Berater der Königin. Seine Rolle in dieser Invasion ist von alles entscheidender Bedeutung für unsere zukünftigen Erfolge. Wenn ihm irrt, vielen Dank. Wir sollten weitergehen. Ja, sollten wir. Juhu, das stört. Na, was stand da? Keine Ahnung. Zentrale Ruine. Wir haben den trauernden Stein auf diesem Podest gefunden. Da ist er. Wartet, das ist Aurelion. So große Ohren und ihr hört immer noch nicht zu. Vielleicht braucht ihr ein paar Veränderungen. Es gab eine Zeit, in der der Klang von Uldur den Schrecken Tausender bestimmte. Wer ist Uldur? Nun, das bin ich. Ich bin Uldur. Ich sehe schon, dass euch euer Dominion nichts über mein Volk lehrt. Ich sollte nicht über euer Unwissen klagen. Ihr Narren habt Jahrhunderte der Gefangenschaft beendet, als ihr den trauernden Stein entfernt habt. Na toll. Kümmert euch nicht um diesen verfluchten blauen Stein. Ich bin im Begriff, die volle Pracht und Herrlichkeit meiner Garderobe wiederherzustellen. Schaut euch Aurelion an. Was für eine Leuchtkraft. Ich könnte mehr wie ihn gebrauchen. Aber für den feinsten Mantel muss man oft einen ganzen... Ach, das ist dieser Geist von vorhin, von vorne. Ja, es ist mir auch gerade aufgefallen. Ich glaube, ich dachte selber, interessiert er jetzt so die ganze Scheißklamotte, Alter. Aufgezehrt hat. Wisst ihr, Untote sind alle so fahlgelb. Aber ich bin gern bereit, mich in... Wir müssen Untote töten. ...schäbigen Lumpen zu hüllen, wenn ich dadurch nur an die... Moment mal, hat man mit einem Bogen unendlich Pfeile? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Es wird einen Moment dauern, den Zirkel zu schwächen. Haltet die Runde. Ich dachte hier, ach so, oh, sorry. Hilfe! Oh Gott, das sind zu viele, Hilfe! Okay, doch nicht zu viele. Easy. Ich hab dir geholfen, du. Ich dachte, das wäre voll einfach so. Okay. Kunst. Scheiß Magier. Fernkämpfer hier. Gewinn nicht. Ah, ich schild gerade auch ein bisschen mit dem Bogen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Puff. Awesome. Ich hab, glaube ich, gar keinen Bogen. Ich werde den nächsten. Ja! Bam! Aber. Aber? Der macht trotzdem mehr Spaß. Außerdem habe ich dafür wenigstens schon Skills. Innen ist noch eine. Lass mich ruhig.
Oh Gott, die sind ja, die fallen ja direkt tot um hier. Okay. Ja, weil ich jetzt nicht einen Bogen habe, sondern mit meiner Waffe. Damit mache ich auch Schaden. Hm. Ah, looten. Ein Gold. Nice. Ja, ich hatte 2 Gold. Jetzt? Oh, sie ist kaputt. Aua. Sie haben sie kaputt gemacht. Ah, ich bin umgefallen. Ich liege hier hinten. Was? Wow. Verschwindet aus meinem. Was geht? Jetzt. Nein, Uldor läuft weg. Nein, wir müssen hinterher. Ihm nach. Gib ihn frei. Usch, einfach alle laufen gegen diese Tür hier. Nein. Ah, Alter, hier voll Fallen und so. Echt? Oh, und da sind Riesenfledermäuse. Ja, komm, komm her. Wuhu. Oh, ich liebe diese Fähigkeit. Okay, das könnte ein bisschen gefährlich werden hier. Naja, passt schon. Ich kann mich heilen. Ups. Wie verdorbenes Fell. Warte mal. Kann man hier irgendwas machen? Ich will mal kurz zurück. Ich will mal kurz gucken, wie man das nochmal einstellt mit den Tränken. Die kann man doch irgendwie. Ins Schnellspeichergedöns, genau. Alle. Ja, aber wie geht das nochmal? Du musst, wenn du im Inventar bist, ganz rechts auf Schnellzugriff gehen. Und dann kannst du die da reinstecken. Ah. Da kann ich dann zum Beispiel auch meine Waffen wechseln, ne? Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Nee. Ich glaube, das kann man erst ab Stufe 15 oder so. Stimmt, ja. Oh Gott. Okay, irgendwie müssen wir, glaube ich, hier durch, ne? Oh, ich habe ein Schild bekommen. Ja, jetzt hast du mein Schwert. Super. Hey, Jute-Schuhe. Ach stimmt, ich hatte auch Schuhe, ne? Wartet. Genau. Oh, endlich habe ich Schuhe an. Auch wenn das nicht sehr episch aussieht hier. Oh, Alter, der war close. Oh, das hat mich doch erwischt. Au. Warte mal ganz kurz. Wenn ich dich anvisiere. Ah, ich kann es beide heilen. Ah, nice. Okay. Alter, wie cool sieht der denn aus, Alter? Ich befehle es euch. Bei den Tränen der zwei Monde kehrt zu eurem Gefängnis zurück. Der klingt ein bisschen. Das wird mich nicht lange gefangen halten. Oh, nö. Ihr seid mit Gadwin verbündet, nicht? Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Entschärft die Fallen, okay? Und wie? Doch. Chef. Hä, das war's schon? Ja. Jetzt quatschen wir mit dem hier oder was? Trotz all meines Wissens war der Einfluss von Uldor auf mich vollkommen. Ohne euer rechtzeitiges Eingreifen wäre ich wenig mehr als eine Marionette. Okay. Nur mein Stolz ist etwas angekratzt. Oh. Aber wir haben ein dringenderes Anliegen. Als Uldor meine Gedanken las, konnte ich auch seine lesen. Er hat vor, noch vor dem nächsten Morgengrauen Kenatis Rast mit einer Horde von Untoten zu überrennen und zu versklaven. Oh mein Gott, das müssen wir verhindern. Uldor war ein mächtiger Maorma-Zauberer, der gelernt hat, ein Marmor-Zauberer, wie er seinen Geist von seinem Körper trennen kann, und zwar selbst noch nach dem Tod. Er kann hunderte von willenlosen Formen gleichzeitig tragen. Zum Glück kenne ich seine Schwäche. Und was ist das für eine Schwäche? Der endlose Wasservorrat des trauernden Steins hat den Geist von Uldor an seinen Körper gebunden. Als Ealzil den trauernden Stein aus dem Tempel entfernt hat, hat er damit Uldor befreit. Wieder einmal bedeuten die schlampigen Methoden von Ealzil beinahe meinen Tod. Diese Edelsteine bündeln die Kraft des trauernden Steins. Uldor hat sie mich aus seinem Grabmal entfernen lassen. Ich schlage vor, dass Gadwin den trauernden Stein vom Adlerstrand zurückholt. In der Zwischenzeit können wir das Gefängnis von Uldor instand setzen. Ganz einfach. Okay. Bin ich in Gefahr, getragen zu werden? Das finde ich gut. Nein, und genau deshalb müssen wir beide es sein, die das Grabmal betreten.
Nachdem er euch durch meine Augen sah, schien er überzeugt davon, dass es ihn vernichten würde, euch zu tragen. Aus irgendeinem Grund fürchtet er euch. Ah, ich nehme an, das ist, weil wir diese Seelenlosen sind, oder? Diese... Wie nennt sich das nochmal? Deswegen kann er uns nicht tragen, sozusagen. Wenn er mich nicht beeinflussen kann, sollte ich das Grab mal allein betreten. Nein, wir müssen das Grab mal gemeinsam betreten. Obwohl er euch nicht tragen kann, könnt ihr euch mit seiner Magie dennoch mühelos auslöschen. Oh. Wir haben nur dann eine Chance, ihn zu... Alter, jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder wir sperren Rorelion in diesem Ding ein oder die Olle hier. Meister, ich weiß, was ihr plant. Hä, was? Ich werde nicht zulassen. Wir müssen entweder jetzt Rorelion in diesem Grab mal einsperren oder diese Gathwin. Wieso einsperren? Weil wir da jetzt jemanden drin einsperren müssen. Warte, ich habe mit der noch gar nicht geredet. Rorelion will, dass Rorelion ihn in Besitz nimmt. Sie werden beide für immer in diesem Grab eingesperrt sein. Aber so muss es nicht sein. Sperrt mich darin ein. Ach so, okay. Ich sperre die ein. Rorelion ist zu wichtig. Ich finde den Typ zu cool und außerdem rennt die mir dann nicht mehr hinterher. Außerdem haben wir beide doch gesehen, wie sehr das Beschwörungsritual meinen Meister geschwächt hat. Ja gut, wir müssen ja beide im Prinzip dasselbe nehmen, weil sonst haben wir gleich verschiedene Questwege. Ja. Ne? Bitte helft mir, Rorelion zu überzeugen. Ich werde mich gerne in diesem Grab mal einsperren lassen, um meinen Meister zu verschonen. Uldor ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Nein, jetzt schwingt er doch da rein, oder was? Also du hast jetzt sie genommen, oder? Ja, ich habe sie genommen. Okay. Vielen Dank. Hey. Gatwin, überlegt es euch noch einmal. Ihr seid so wichtig, Rorelion. Wenn das Dominion euch verliert, wären wir alle verloren. Dann werde ich den trauernden Stein bergen. Lebt wohl, meine teure Freundin. Lebt wohl, Rorelion. Okay. Also gehen wir jetzt da hoch mit der? Nehme ich an, ne? Ja. Dann müssen wir jetzt hier rein. In Udos Kram mal. Hallo? Ich werde keine vergiftete Kleidung tragen. Jetzt? Uldor, mein Meister war dumm, eure Macht anzuzweifeln. Die quatscht jetzt. Ich werde euch bei eurer Rache helfen, wenn ihr mich lasst. Solch ein spektakuläres, windiges Kleidungsstück. Na schön. Ich kann ihn nicht mehr lange bekämpfen. Schnell! Platziert die Tränen der zwei Monde auf den Podesten. Erbärmliches Mädchen. Ich werde euren Freund in Asche ver... Ihr werdet dieses Leben verlassen. Warte. Ich hab keine Zeit zu warten. Was? Ich hab keine Zeit zu warten. Los, platzieren. Okay, geschafft. Oh mein Gott. Ja, du musst noch zwei. Ach, scheiße. Ja, auf jeder Seite ist einer. Ja, warte. Ich komm nicht so schnell. Los. Ja, ich hab's. Warte, ich auch gleich. Und jetzt. Ja, oh Gott, geschafft. Wertloser Lumpen. Dieses Grab kann mich nicht für immer gefangen halten. Oh Gott. Das Wasser schwächt Uldor, aber ich kann ihn nicht mehr lange halten. Schnell, geh zu Rorelion. Sagt ihm, dass ich tat, was getan werden musste. Was ist mit euch? Ich weiß, dass Uldor mich am Leben halten wird. Er zieht eine lebende Gestalt einer Toten vor. Seltsam. Wie kann ich das nur wissen? Alles klar, Frau, ich lasse ihn nur. Helft Rorelion, den trauernden Stein wieder in Stand zu setzen. Geht, solange ihr noch könnt. Okay, ja, alles klar. Und zurück. Aha. Ach, du bist schon weg, oder was? Ja. Ja, ich bin jetzt an der Tür hier. Awesome. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, diesen trauernden Stein, oder zumindest das, was Rorelion davon holen wollte jetzt. Ah, hier ist er schon, guck mal. Moment. Wir haben den trauernden Stein. Ja, der war die ganze Zeit ja hier. Aber wenn ihr hier seid, dann ist Gatwen an das Monster verloren. Ihr sprecht die Wahrheit. Und trotzdem sollten die Jungen nie für die Alten sterben.
So stellt der Hohn des Krieges alles auf den Kopf. Hm. Ich muss alles aufschreiben, was hier geschehen ist. Ja, das stimmt schon, aber du siehst irgendwie cooler aus wie die. Wenn sie nicht weiter erforscht werden, hat das Dominion keine Verteidigung gegen sie. Ich habe auch gerade gedacht, im Prinzip hat er ja recht, es ist eigentlich den Älteren eher bestimmt zu sterben, aber ich denke mir dann immer so, gerade diese Weisheit, die muss doch eigentlich irgendwo bewahrt werden, wenn da so viel Weisheit flöten geht und dann so wenig nur übrig bleibt, das finde ich irgendwie auch blöd. Ja. Ich bin selten einer Kreatur. Mir geht es nur darum, dass ich die cooler fand und dass ich keinen Bock hatte, dass die mir die ganze Zeit hinterher rennt. Yeah, trauernder Bogen. Juhu. Lange Nachforschungen brauchen. Sie ist nicht nur mein Lehrling, sondern auch meine Freundin. Wow, jetzt bei dem Bogen. Ja, voll broken. Sie zu befreien, werde ich ihn finden, das schwöre. Denkt bitte nicht, dass ich unhöflich bin. Ohne eure Hilfe stände ich immer noch unter dem Einfluss von Uldur. Das werde ich nicht. Sieht doch noch ganz cool aus. Ich kann ein Portal zum Tempelhof öffnen, wenn ihr wollt. Bitte, ich fürchte, es bleibt nicht lange offen. Okay. Wow. Hilfe. Es geht. Wo bist du? Ich stehe hier. Okay. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Sollen wir durch das Portal? Ja, ich möchte nur mal ganz kurz Bogen. Ich glaube, ich gehe auch so ein bisschen auf... Obwohl, Templer sollte eigentlich nicht auf Bogen gehen, ne? Worauf sollte denn ein Templer gehen? Waffe mit Schild eventuell? Das, ja. Warum nicht? Ja. Aber kann ich nicht freigeschaltet ab Rang 2 bei Waffe mit Schild? Ich brauche dafür halt erst ein Schild, ne? Mhm. Ich habe halt keinen. Deswegen gehe ich weiter auf 2. Aber ich mache... Ja, ich glaube, ich mache einfach erstmal Klasse. Heilendes Ritual. Ihr bündelt eure spirituelle Hingabe, um euch selbst und nahe Verbündete um 665 zu heilen. Teleportationsschlag. Ihr prescht durch die Schatten zu einem Feind. Ja, da kannst du dich zu dem hinporten. Greift diesen aus dem Hinterhalt an, verursacht einen Magieschaden und betäubt ihn 2 Sekunden lang. Ist das Ziel ein Spieler, wird dieser kurz verlangsamt statt betäubt. War gut. Oh, ich hab kein Fähigkeitsbuch mehr. Warte. Warte, soll ich wirklich so voll irgendwas auf heilen gehen? Das wäre echt ganz cool, oder? Ja, klar, warum nicht? Weil du bist ja relativ squishy so. Ne? Kannst halt nicht viel machen. Danke. Warte mal, guck mal, was ich jetzt kann hier. Warte. Fett! Was war das? Boah. Guck mal. Hm. Ui. So eine heilende Aura. Voll gut. Das sieht voll gut aus. Das Portal ist weg, verdammt. Oh nee, ne? Warte, wir reden nochmal mit dem, vielleicht geht das nochmal. Denk bitte nicht, dass ich bitte. Okay. Ich fürchte. Ah, ich kann das nochmal öffnen. Perfekt. Oh, das Portal ist weg. Oh, scheiße. Hä? So Heiler ist eigentlich auch ganz cool. Alter, wir nehmen übrigens schon eine Dreiviertelstunde auf, ne? Das sind 3 Parts. Easy. Warum stehen hier jetzt überall Geister rum? Zum Gruße. Ah, rennt durch mich durch! Okay. Warte, ich durchstöber mal ganz kurz ein bisschen mein Inventar hier. Ein Ahorn-Blitzstab. Ja, wow, 204 Schaden, what the fuck? Krasse Scheiße. Ich hab ein Schild, aber ich hab keinen Einhänder. Kann ich dir denn, warte. Ich hab einen Dolch. Gibst du mir ein Schwert, wenn ich dir den Dolch gebe? Ja, von mir aus. ach, ich hab die ausgerüstet im Moment, ne? Das kannst du trotzdem. Nee, okay. Kannst du nicht. Dann. Nee, kann ich nicht. Ich muss die kurz rausholen, warte. Ups. Ablegen. Ja, ich brauche nur 1 ablegen. Okay. Jetzt können wir wieder. Warte, wie macht man das? Hä? Hey. Achso, okay, ja, gut. Wo ist es? Ah, hier. Hä? Nein! Was? Du musst es rüberziehen. Hä? Das ist abgebrochen. Ich habe es abgelegt. Das heißt, wo ist es denn jetzt gelandet? Hier ist es gelandet. Das ist an mich gebunden.
Ja, dann musst du das andere machen. Das ist nicht an dich gebunden. Das eine war ja für dich an dich gebunden, weil du es ja selber ausgerüstet, weil du es ja selber so bekommen hattest, weißt du? Okay, jetzt habe ich beide in meinem Inventar. Wenn jetzt beide nicht auftauchen, kann ich dir das anscheinend nicht geben. Ja, muss ich halt durchnehmen. Nee, ich habe nur den Ahornstab und den Bogen, den ich da jetzt handeln könnte. Lol. Ja, scheiße. Ja, scheißegal. Ich könnte dir einen Stab geben. Ja, das bringt mir nichts. Habe ich jetzt Dolch und ein Schwert. Dolch und ein Schild. Ja, ist doch geil. Oh, guck mal, es ist ein Wunderschön. Oh, hier ist ein Frosch. Kann ich ihn töten? Also keine Waffen mehr. Ah, ja, wobei, ich muss jetzt erstmal, nehme ich jetzt noch die zwei Hände. Ich habe einen Frosch totgeboxt. Ja, lass mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, die andere mit den zerrütteten Untiefen, oder? Oh, können wir nicht irgendwie uns dahin porten? Warte, wir können, wo sind wir denn? Wir dahin direkt nicht, aber wir könnten eventuell zu diesem Weg schreien, könnten wir uns. Das kostet 45. Ja, scheiß drauf. Wie viel habe ich denn? Ich weiß es gar nicht. Mir scheißegal, ja. Ich kann so laufen. Okay, ja gut. Dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, ne? Ich kann mir auch nochmal gucken, ob da irgendwo ein Shop ist. Jo. Dass ich mir vielleicht ein einhändiges Schwert kaufen kann. Zum Gruße. Zum Gruße. Wo bist du? Ich bin beim Loading-Screen. Ach, immer noch? Oh Gott. Dauert ein Tisch bei dir so lang, du. Kack Internet. So. Der Tempel der trauernden Quellen wurde wieder voll kalt hier, ey. Gebracht. Da bin ich. Boah, das ruckelt immer so, wenn ich neu irgendwo hinkomme. Bitte? Ich hab gesagt, das ruckelt immer so richtig hart, wenn ich irgendwo neu hinkomme. Weiß du? Ich immer noch nicht, wo du gerade bist. Ich bin gerade bei dem Schrein. Ja, ich doch auch. Bei welchem bist denn du? Hä? Oh. Moment, ich komme. Wo bist du? Ich bin in dem Schrein meiner Anfangsstadt, da wo wir waren. Ah, okay. Ich weiß überhaupt nicht, wie man da hinkommt.